Willkommen zum nächsten Video der Berufsschule 7. In diesem Fall soll es um Filezugriffe gehen, also wie wir aus einer eigenen Software auf das Filesystem zugreifen können und dort Dateien, Daten lesen zu können. Dazu werden wir erstmal ganz allgemein über die Daten sprechen, die wir im Filesystem oder aus den Files herausziehen können. Und ganz am Schluss werden wir ein paar Java-Programmierbeispiele sehen, die jetzt primär dazu gedacht sind, den allgemeinen Umgang mit Files mal darzustellen. Zielgruppe dieses Videos ist 11. Klasse Fachinformatiker und alle, die interessiert sind. Zuerst müssen wir uns überlegen, wofür brauchen wir überhaupt Files? Wir wissen, die CPU verarbeitet Daten, die sich im RAM befinden. Der RAM ist ein sogenannter flüchtiger Speicher, was nichts anderes bedeutet, als dass, wenn wir die Spannung abschalten, die Daten einfach weg sind. Schalten wir den Rechner wieder an, sind nicht die Daten wieder da, sondern es ist irgendein definierter Anfangszustand, sprich wir haben die Daten verloren. Das geht natürlich in manchen Situationen nicht, das ist nicht tragbar, also brauchen wir einen sogenannten persistenten Speicher, ein Laufwerk. Also SSD, Festplatte, USB-Stick, was auch immer. So, wenn wir jetzt wieder unser Programm laufen lassen, dann haben wir irgendwann mal die Situation, dass wir sagen, wir möchten einen gewissen Zustand festhalten und den dann aufs Laufwerk speichern. Wenn jetzt der Rechner ausgeschaltet ist, ist wieder unser Speicher leer. Und wenn wir ihn wieder anschalten, dann können wir den Zustand aus der Platte in irgendeiner Form wieder herstellen. Das heißt, wir brauchen ein Programm, das die Daten wieder lädt. So, das geht so weit, dass wir sogar den kompletten Zustand des Systems abspeichern können. Das heißt, wenn wir unseren Rechner ausschalten, wird der komplette Betriebssystemzustand mit allen laufenden Programmen etc. Auf die Platte gespeichert und dann wird das System wiederhergestellt. Wir für unseren Teil in diesem Kurs wollen lediglich aber nur irgendwelche Daten ablegen und wieder lesen. Mehr wollen wir an der Stelle nicht machen, weil wenn wir das können, können wir alles andere auch. Eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir heute erlangen sollten, ist, dass Files immer Sequenzen von Bytes sind. Das heißt, wenn wir mal auf der Festplatte uns irgendeinen File anschauen, ich habe mir jetzt mal vlc.exe angeguckt und dann habe ich mal einfach ein paar Bytes rausgezogen und dann sehen wir, das sind einfach Bytes, Punkt, nicht mehr, nicht weniger. Weil ich gerade in der Ecke war, habe ich von vlc die authors.txt, also ein Textfile, gelesen und habe dort auch Bytes gefunden. Das heißt, sowohl im Binärfile als auch im Textfile finden wir Bytes. Die sehen jetzt auf den ersten Blick sehr ähnlich aus. Wobei auf den zweiten Blick sieht man vielleicht, dass die Werte bei dem vlc.exe im Schnitt ein bisschen höher sind. Also wir finden hier B5, E0, FD, FF und so weiter. Und sowas finden wir jetzt in authors.txt nicht. Wobei es gibt durchaus Textfiles, wo wir eben auch an der ersten Stelle einen Hexbuchstaben finden, sprich in der oberen Hälfte der Byte-Werte sind. So, was heißt das jetzt für uns? Wenn wir ein File lesen, dann müssen wir es interpretieren. Das heißt, wir können nur dann sinnvoll mit Files umgehen, wenn man den Inhalt richtig interpretiert. Man kann beispielsweise die vlc.exe auch einfach mit Notepad++ öffnen. Das ist kein Problem. Dann sehen wir halt nur irgendeinen Kauderwelsch, aber es ist möglich. Nur wir können damit nichts anfangen. Das Betriebssystem kann mit vlc.exe sehr wohl was anfangen. Das kann es ausführen. Also grundsätzlich erstmal haben wir immer auf dem Filesystem Bytes. Für den Anfang werden wir uns jetzt auf Textfiles konzentrieren. Das heißt, wir werden jetzt in unserem Programm, was wir dann später schreiben werden, einfach mal Textfiles lesen und schreiben. Damit wir den Zusammenhang verstehen, müssen wir uns erstmal angucken, wie entsteht so ein Textfile überhaupt. Und dazu geben wir jetzt in unserer Tastatur mal irgendein Wort ein. Ich habe jetzt mal das Wort kühl mit einem Punkt eingegeben. Das sendet die Tastatur an das Betriebssystem, an Windows. Und Windows guckt jetzt, welches Programm hat denn derzeit den Fokus. Sieht, aha, Notepad++ hat den Fokus und sendet es an dieses Programm. So, dieses Programm möchte jetzt diese Zeichenkette in ein File ablegen.
Und dazu muss es jetzt in einer sogenannten Zeichentabelle, in einer Codierungstabelle nachgucken, welcher Buchstabe jetzt zu welchem Byte führt. Das K groß steht für 4b, das U wird in 7,5 gesetzt, E für 6,5 und so weiter. Und diese Zeichentabelle, die jetzt dem ANSI-Code entspricht, die soll jetzt aufs Filesystem gepackt werden. Also werden einfach diese Bytes aufs Filesystem geschrieben und dort finden wir das Ganze jetzt. So, jetzt tausche ich mal die Zeichentabelle aus. Ich nehme jetzt einfach eine andere Codierung, in unserem Fall jetzt UTF-8. Allerdings, wer genau aufgepasst hat, die Byte-Kombinationen haben sich nicht geändert. Es ist immer noch 4b, 7,5, 6,5, 6,8, 6c und 2e. Das heißt, das File sieht auch unter UTF-8 exakt genauso aus wie unter unserem ANSI-Code. Das wäre auch bei den Latin, bei den was auch immer Zeichensätzen, die wir haben, exakt das gleiche. So, warum ist das so? Im Prinzip sind die ersten 128 Zeichen, also die niedrigsten 7 Bit in unserem Byte, sind der sogenannte ASCII-Code. Das heißt, das ist ein Standardwerk, was bei fast allen Zeichensätzen identisch ist. Das heißt, egal welchen Zeichensatz wir nehmen, die ersten 128 Zeichen finden immer die gleiche Byte-Entsprechung. Das heißt, der Hexcode von den ersten 128 Zeichen in der Tabelle sind immer identisch. Das ist auch der Grund, warum wir beim Programmieren und grundsätzlich bei technischen Namen beispielsweise keine Umlaute verwenden sollten, weil die sind außerhalb dieser 128. Wir wollen quasi einen Programmtext mit allen Editoren, mit allen Zeichensätzen, die uns zur Verfügung stehen, gleich lesen können. Und dann sollten wir uns eben auf die ersten 128 Zeichen, sprich dem ASCII-Zeichensatz, beschränken. Nun wollen wir mal einen anderen Text eingeben, auch wieder kühl, aber jetzt mit einem Umlaut. Da habe ich ja gerade gesagt, Umlaute sind außerhalb dieser 128er Bereiche. So, das Ganze läuft wieder an unser Notepad. Notepad guckt jetzt wieder in der Zeichentabelle und jetzt sehen wir, dass das Ü FC ist. Das heißt, es ist in der oberen Hälfte unseres Zeichensatzes. Das heißt, das achte Bit ist gesetzt und wir sind einfach jetzt hier in einem höheren Zahlenbereich. Wenn wir jetzt nochmal zurück rekapitulieren an die authors.text von VLC, dort hatten wir das nicht. Das heißt, VLC Authors Text war ein Text, der im ASCII-Bereich getippt wurde. So. Ja, das wird jetzt wieder an die Festplatte weitergegeben und damit haben wir jetzt unser FC, also unser Ü, unseren Umlaut auch im Filesystem. Jetzt gucken wir uns das Ganze wieder bei UTF-8 an. Und was wir jetzt hier sehen, ist, dass plötzlich das Ü mit zwei Zeichen belegt ist. Das heißt, wir haben jetzt für ein Buchstaben, für ein Zeichen des Ü, zwei Ziffern, zwei Hexziffern, C3 oder Zahlen C3 und BC. Also, das heißt, wir blähen im Vergleich zum ANSI-Code unsere Datenmenge auf. Und genau das wird dann eben auch wiederum auf dem Filesystem zu finden sein. Das liegt daran, dass UTF-8 bis zu 4 Byte, theoretisch wäre noch mehr möglich, 4 Byte pro Zeichen benötigt. Der Mechanismus ist ganz einfach so, wenn das erste Bit, also dieses vorderste, das achte Bit gesetzt ist, was wir bei ASCII nicht den Fall haben, dann wird ein zweites Byte gelesen, also das darauf folgende. Wenn das auch wieder ein ganz bestimmtes Bitmuster aufweist, dann wird vielleicht noch das dritte und das vierte gar noch gelesen. Und das heißt, wir haben jetzt hier einen sehr, sehr hohen oder sehr viel mehr Möglichkeiten, Zeichen abzulegen. Und das Ziel von UTF-8 ist ja, komplett Unicode abzubilden. Und mit diesen 4 Byte pro Zeichen ist es rechnerisch dann auch möglich. Und sollte irgendwann noch mehr dazu kommen, bis zu 8 Byte sollen hier möglich sein. Aber momentan brauchen wir nicht mehr wie 4. So, das heißt, dass wir, wenn wir UTF-8 verwenden, und Zeichen außerhalb des ASCII-Codes verwenden, wird schlichtweg unser File größer, weil wir eben diese zusätzlichen Bytes brauchen. Das ist in Zeiten der billigen Festplattenspeicher jetzt kein großes Problem, aber man muss es halt wissen, dass es so ist.
Das nächste, womit wir uns beschäftigen wollen, ist die Frage, woher weiß der Texteditor eigentlich, dass eine neue Zeile kommt? Wir haben gelernt, dass unsere Zeichen alle ganz normal in einer Bytesequenz abgelegt werden. Also woher weiß jetzt der Texteditor, dass bei einer sequentiellen Folge von Bytes plötzlich eine neue Zeile kommen soll? Und dazu müssen wir jetzt in der Zeitgeschichte der Textverarbeitung ein bisschen zurückgehen und zu der stinknormalen, guten alten Schreibmaschine kommen. Die Schreibmaschine hat ja so funktioniert, dass im Prinzip wir einfach Zeichen für Zeichen abgelegt haben, durch dieses Farbband gestempelt haben. Und dann war dieser Wagen, in dem das Blatt Papier eingespannt war, irgendwann am Ende. Und jetzt mussten wir zwei Sachen machen, damit wir weiterschreiben konnten. Wir mussten einmal den Wagen zurückschieben, der sogenannte Wagenrücklauf, und wir mussten die Zeile nach oben schieben, Zeilenvorschub. Zeilenvorschub, Englisch Line Feed, und der Wagenrücklauf heißt Englisch Carriage Return. Diese beiden Aktionen waren für eine Schreibmaschine notwendig, um eben eine neue Zeile anzufangen. Jetzt hat man irgendwann mal festgestellt, dass so eine mechanische Schreibmaschine auch fernsteuerbar ist, indem man einfach die einzelnen Tasten mit irgendwelchen Elektromagneten versorgt hat und mit Motoren dann die ganzen anderen Komponenten gesteuert hat. Und dann konnte man eben mehrere oder zwei Schreibmaschinen miteinander verbinden, der sogenannte Fernschreiber. Und das heißt, wir mussten jetzt irgendwelche digitalen Signale definieren, um eben von dem einen zum anderen mitteilen zu können, was man denn möchte. So hat jeder Buchstabe eben seinen eigenen Zeichencode bekommen oder Bytecode, und beiden Befehle Carriage Return und Line Feed waren natürlich auch weiterhin notwendig. Das heißt, für beide Aktionen gab es entsprechend ein Kürzel, und zwar das Steuerzeichen Carriage Return, kurz CR, mit dem Bytewert 0a, und schließlich Line Feed, kurz LF, mit 0d. Das waren die beiden Befehle, die eben jetzt hier unseren Zeilenumbruch realisiert haben. Das Ganze können wir jetzt natürlich auch live nachvollziehen. Wir können beispielsweise einen Text in Notepad++ öffnen, hier mit zwei Zeilen. Und die Steuerzeichen sind hier darstellbar. Da gehen wir hier an der Stelle auf diesen Button und aktivieren ihn. Und hier sehen wir dann CR und LF, also Carriage Return und Line Feed. Wenn wir uns die einzelnen Bytes jetzt extrahieren mit irgendeinem Tool, finden wir hier auch eben 0D und 0A. So, jetzt müssen wir aber noch ein bisschen aufpassen. Und zwar gilt dieses 0D, 0A, also Carriage Return Line Feed, für den Zeilenumbruch nur bei Windows. Also nur die Windows-Systeme interpretieren den Zeilenumbruch als zwei Steuerzeichen. Wenn wir jetzt auf ein anderes System gehen, beispielsweise Unix oder die aktuellen Mac-Betriebssysteme, die nehmen als Zeilenumbruch ausschließlich den Line Feed. Und das ist jetzt insofern problematisch, als dass, wenn wir jetzt von einem System Texte in ein anderes System übernehmen, dann gibt es hier potenziell Probleme. Viele Editoren kriegen das schon mit und interpretieren das dann korrekt und fügen dann für das aktuelle Betriebssystem die richtigen Zeilenumbrüche um. Wenn es aber nicht der Fall ist, müssen wir eben beim Kopieren von Textfiles aufpassen. Gehen wir mal davon aus, wir würden genau dieses File, was wir gerade sehen, dieses Hello Text mit dem Carriage Return und Line Feed, von Windows auf Unix kopieren. Dann würde Unix alles bis zum Line Feed als Wert der Zeile ansehen. Das heißt, für Unix würde die Zeile heißen Hallo Welt.Carriage Return. Und danach würde die neue Zeile beginnen. Und das kann durchaus gerade bei Config-Files und ähnlichen Sachen zu Problemen führen. Wenn im Zielsystem der Editor das nicht sauber erkennt, können wir mit Tools wie beispielsweise Notepad++ das auch einstellen. Hier finden wir bei Bearbeiten, Format Zeilenende die Möglichkeit, das eben entsprechend einzustellen. Hier sehen wir jetzt Windows, CRLF, Unix LF und die alten Mac-Systeme mit CR. Wenn ihr ein anderes System nutzt, dann müsst ihr eben auf Zeilenende oder EOF, das steht EOL, sorry, das steht für End of Line
suchen und da kann man das dann meistens einstellen. Gut, jetzt haben wir uns ein bisschen mit der Theorie beschäftigt, jetzt gucken wir uns das mal in der Praxis an. Das heißt, wir wollen jetzt einfach mal mit Java ein Textfile lesen und ich habe jetzt einfach mal die allereinfachste Art und Weise rausgesucht, die ich so finde und die auch bei fast allen Java-Versionen, also auch bei den ursprünglichen Versionen, also den 6er-Versionen, funktioniert. Gucken wir uns das mal an. Wir brauchen dafür jetzt natürlich Informationen auf Betriebssystemebene für beispielsweise die aktuell geltenden Zeichensätze, die virtuelle Maschine ist involviert und natürlich unser Code. So, hier fangen wir jetzt mal ganz oben an mit dem Import. Die grundlegenden File-Funktionalitäten finden wir in Java.io. Es gibt da noch ein paar Erweiterungen, die jetzt sehr viel bequemere Methodiken beinhalten, aber ich will mich jetzt hier mal auf die wesentlichen Elemente konzentrieren, die eben für andere Systeme so in einer sehr ähnlichen Form auch immer gelten. Gut, wir importieren das aus dieser Bibliothek und dann holen wir uns dort den sogenannten File Reader raus. Das ist eine Klasse, die liest aus dem Filesystem Textfiles und holt sich den Zeichensatz vom System. Also das heißt, ich kann da nicht groß konfigurieren, sondern ich gehe einfach ans System und frage das System, hey, was ist denn hier auf diesem System als Zeichensatz Usus? Jetzt müssen wir unseren File wieder initialisieren. Nachdem ich ihn noch nicht erzeugen möchte, warum komme ich gleich drauf, muss ich ihn mit Null initialisieren. Das ist jetzt ein definierter Zustand, den kann ich später dann auch mal abprüfen. Und jetzt kommt ein sogenannter Try-Catch-Block. Try-Catch ist ein geschützter Bereich, in dem ich auf Fehler achte. Und zwar Fehler, die ich nicht wirklich vorhersehen kann. Das heißt, ich habe jetzt eine Situation, wo ich nicht vollständig Herr des Programms bin, weil ich habe eine Referenz nach außerhalb des Programms, eben dem Filesystem. Das heißt, ich kann auf dem einen Rechner vielleicht davon ausgehen, dass das File da ist. Wenn das Programm auf dem anderen Rechner läuft, ist das File vielleicht nicht da. Ja, oder jemand hat das File gelöscht. Und diese Situation kann ich aus Sicht des Programmierers erstmal nicht vorhersehen und mache einen Try-Catch-Block auf. Und wenn ein Fehler innerhalb dieses Try-Catch-Blocks passiert, dann stürzt nicht das komplette Programm ab, sondern nur der Try-Catch-Block wird unterbrochen. So, also ich versuche jetzt einen File zu öffnen in diesem Try-Catch-Block. Und das passiert genau an dieser Stelle. Also ich sage jetzt, meine Variable myfr ist new file reader. Und jetzt muss ich dem File Reader natürlich mitteilen, wo ist denn das File? So, jetzt wird dieser File Reader erzeugt. Und dabei wird vom System gefragt, hey, welchen Zeichensatz verwendet denn das System standardmäßig? Und jetzt habe ich einfach mal gesagt, das System hat irgendeinen ANSI-Code und diese Tabelle wird jetzt an diesen File Reader drangehängt und der kann jetzt das File, wenn er es denn liest, mit dieser Code-Tabelle interpretieren. Jetzt müssen wir noch aufpassen, in Java ist der Backslash, den wir ja in Windows als Pfadtrenner haben, das Escape-Zeichen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise C Doppelpunkt Backslash T eintragen würde, dann wäre das Backslash T für Java ein Tabulator, ein Tabstop. Und damit ich das verhindere, dass ich eben nicht das als Backslash T interpretiere, kann ich jetzt entweder in Java den Forward Slash verwenden, so wie wir es außerhalb Windows ja eigentlich als Standard haben, oder ich kann den doppelten Backslash verwenden und das wäre dann im String dann eine Escape-Sequenz für den einfachen Backslash. Also wie gesagt, wir nehmen hier entweder Forward Slash oder doppelte Backslashes. Ich habe mich jetzt hier für den Forward Slash entschieden und damit kann jetzt der File Reader auf der Festplatte unter ctemp das File myfile.txt suchen. Sollte er es jetzt allerdings nicht finden, dann bricht an der Stelle der Code ab und wir
gehen an der Stelle weiter an diese File-Not-Found-Exception-Stelle. Das ist dieser Try-Catch-Block. Also der Try-Catch-Block läuft von Try bis zur geschweiften Klammer schließen Catch. Und dann wird hier eben diese Exception geworfen und wir können jetzt hier eine ganz normale Ausgabe machen. In dem Fall File nicht gefunden. So, und dann würde hier der Code weiterlaufen. Das heißt, dieser ganze Block ab File Reader bis zum Catch würde über New File Reader bis zum Catch würde übersprungen werden. Jetzt wollen wir auslesen. Dieser File Reader bietet mir jetzt eine Methode, der ein einzelnes Zeichen ausliest, und das ist die Methode Read. Das heißt, ich habe jetzt hier Zeichen für Zeichen, das gelesen wird. Und wenn ich am Ende des Files angekommen bin, das heißt, wenn kein Zeichen mehr im File ungelesen ist, dann gibt mir das Read die minus 1 zurück. Also minus 1 ist die Indikation, dass das File komplett gelesen wurde. Und dann muss ich ja auch meinen Lesevorgang abbrechen. Das, was geschrieben wird, packen wir in die Variable CurrentChar. Und nachdem ich minus 1 hier an dieser Stelle auch finden würde, minus 1 ist ja eine negative Zahl, die im Character-Wertebereich nicht vorgesehen ist. Character geht ja von 0 bis 65.000, das sind die möglichen Werte von Character, die dann eben entsprechend UTF-16 mit der Wertetabelle verglichen werden und interpretiert werden. Das ist das, was Java intern macht. Also Character, 16-Bit, UTF-16, das ist der Zeichensatz, der innerhalb von Java genutzt wird. Und da gibt es kein minus 1. Dementsprechend muss ich eine Variable verwenden, die meine kompletten 65.000er Bereich übernehmen kann, aber auch eine negative Zahl akzeptiert eben die minus 1 und das ist nun mal Integer. Das heißt, mein Read übernimmt mir Integer in die CurrentChar-Variable. So, und jetzt kann ich Folgendes machen. Ich kann in einer Klammer CurrentChar ist gleich myfr.read lesen. Das ist die Übertragung des aktuellen Zeichens als Bytecode sozusagen in CurrentChar. Und wenn ich da jetzt eine Klammer rundherum mache, kann ich prüfen, was übergeben wurde. Das heißt, die Klammer, die jetzt innerhalb dieser While-Klammer steht, CurrentChar ist gleich myFileReader.read, die wird jetzt zu genau dem Wert, den ich übernommen habe. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise ein kleines a übernommen wurde, dann wird die 97 übergeben. Wenn ich aber am Ende des Files angekommen bin, würde ja die minus 1 übergeben werden. Und deswegen kann ich hier gleich prüfen, ungleich minus 1. Das heißt, für alle Werte, die nicht minus 1 sind, wird diese Schleife wiederholt. Und wenn die minus 1 kommt, bricht die Schleife ab. Ich bin ja am Ende des Files. Wenn jetzt beim Lesen im Lesevorgang irgendwas schief läuft, dann gibt es wieder einen unerwarteten Ausnahmefehler, eine Exception. Beispielsweise, ich lese von einem USB-Stick und während des Lesevorgangs ziehe ich den USB-Stick einfach raus. Und dann muss ich hier auch eine Fehlermeldung generieren. Und das wäre diese IO-Exception und das habe ich jetzt einfach mal als Ausgabe ein allgemeiner Zugriffsfehler hinterlegt. So, wenn aber alles glatt läuft, dann kann ich den aktuellen Character ausgeben. Der ist aber jetzt in einer Integer-Variable. Also muss ich ihn erstmal über einen expliziten Typecast zu char umwandeln und dann kann ich ihn ausgeben. Und damit habe ich jetzt System.out.println. Damit wird es untereinander stehen. Wenn ich nur print nehmen würde, wird es nebeneinander stehen. Okay, damit habe ich jetzt meinen File auf dem Bildschirm gebannt. So, jetzt müssen wir uns noch um was kümmern. Und zwar, wir müssen das File schließen. Und dazu schreibe ich einen sogenannten Finally-Block. Finally ist ein Bereich, der auf jeden Fall ausgeführt wird, auch wenn irgendeine unerwartete Exception, die ich jetzt hier nicht sauber abgefangen habe, meinen kompletten Code unterbrechen würde. Das heißt, ich werde auf jeden Fall die Garantie von Java haben, bevor der komplette Code abraucht, dass er hier nochmal versucht, Finally auszuführen.
Und jetzt prüfe ich in MyFileReader ab, ob noch der Ursprungszustand, also unser Initialisierungswert, null drin steht. Weil wenn der da drin steht, dann ist beim Öffnen des Files irgendwas schiefgelaufen. Das heißt, ich habe gar keinen FileReader, also muss ich ihn auch nicht schließen. Also prüfe ich erstmal, ob dieser FileReader überhaupt da ist. Und wenn er da ist, dann kann ich ihn schließen. Und der Schließbefehl ist einfach close. Und damit habe ich jetzt dem System mitgeteilt, ich mache mit dem File nichts mehr. Und beispielsweise würde ich jetzt bei Windows in der Lage sein, meinen USB-Stick über Eject einfach rauszuziehen, ohne dass jetzt hier das Betriebssystem damit ein Problem bekommt. Ich gebe das File sozusagen wieder komplett frei. Jetzt haben wir in unserem Code noch eine Kleinigkeit, die ein bisschen unschön ist. Und zwar, ich gebe jetzt hier Character für Character aus. Und wir arbeiten ja normalerweise nicht mit Character, wenn wir mit Texten arbeiten, sondern mit Strings. Das heißt, jetzt könnte ich auf die Idee kommen, zu sagen, ich baue mir aus den einzelnen Character einen String zusammen. Also ungefähr so. Ich habe irgendeinen String und ich sage einfach plus ist gleich und dann hänge ich da den Current Character drauf. Das wäre aber hoffnungslos imperformant. Das heißt, diesen Code machen wir so nicht. Der Grund ist ganz einfach der, String ist ein immutable Object, das heißt, es ist unveränderbar. Das heißt, übersetzt, wenn ich mal einen String im Speicher habe, dann kann ich ihn nicht mehr verändern. Das heißt, wenn ich an einen String ein neues Zeichen dranhänge, dann wird im Speicher ein komplett neuer String erzeugt. Wenn ich jetzt ein File mit 40.000 Zeichen habe, erzeuge ich im Speicher 40.000 Strings und nur den allerletzten kann ich dann für die Weiterverarbeitung verwenden. Und das ist jetzt nicht wirklich sinnvoll, weil ich dann wirklich 40.000 oder 39.999 Mal dem Garbage Collector einen nicht mehr genutzten String zukommen lasse. Und das macht performance-technisch keinen Sinn. Und dafür gucken wir uns jetzt eine andere Methodik an, wie wir mit dieser Problematik umgehen. Dazu verwende ich jetzt den Buffered Reader. Ich muss gleich dazu sagen, es gibt andere Möglichkeiten auch, das zu tun. Ich könnte einen String Buffer nehmen oder andere Methodiken, aber ich wollte jetzt einfach mal das grundsätzliche Konzept hier erklären und dafür ist der Buffered Reader wunderbar. So. Die Idee des Buffered Readers ist ja, dass er jetzt diese Character, die ich bekomme von meinem File Reader, dynamisch zusammenfasst in Strings, ohne für jede Erweiterung jedes Characters einen neuen String zu erzeugen. Und was ich mache bei dem Buffered Reader, ich erzeuge ihn und übergebe ihm jetzt die Referenz zu dem File Reader. Das heißt, dieser Buffered Reader stülpt sich sozusagen über diesen File Reader und ich arbeite es nicht mehr mit dem File Reader, sondern mit dem Buffered Reader. Die Idee des Buffered Readers ist ja mit Strings zu arbeiten, also muss ich auch in irgendeiner Form in der Lage sein, diese Strings auszulesen und der macht es jetzt zeilenweise. Das heißt, ich habe zeilenweise die Möglichkeit, einen String zu erzeugen. Jede Zeile ist ein String und deswegen habe ich die Variable hier auch einfach myLine getauft. Ich habe jetzt mit leerString initialisiert, hätte ich jetzt auch mit null machen können. Das ist an der Stelle jetzt erstmal egal. Und diese Codezeile ist jetzt im Prinzip genau das gleiche wie beim FileReader, nur dass ich jetzt anstatt mit dem FileReader, mit dem BufferedReader arbeite, anstatt einzelne Zeichen lese, eine komplette Zeile lese und der BufferedReader indiziert mir das End of File mit Null. BufferedReader ist ja ein String ist ja ein zusammengesetzter Datentyp, der kann Null annehmen, den Zustand Null. Und genauso ist es auch implementiert, dass wenn jetzt nichts mehr da ist, liefert mir mein ReadLine ein Null und darauf kann ich jetzt wieder prüfen, wenn Null übergeben wurde, dann kann ich abbrechen. Jetzt muss ich noch dazu sagen, dass dieses ReadLine mir die Zeile liest bis exklusive den Zeilenumbruch. Das heißt, dieses Carriage Return Line Feed unter Windows bzw. das Line Feed unter Unix würde hier an der Stelle nicht in dem String MyLine landen. Ja, weil eben der sozusagen beim Auftreten des Zeilenumbruchs eben unterbricht.
Und dementsprechend kann ich jetzt den Zeilenstring, also exklusive des Zeilenumbruchs, als myLine über printLine ausgeben. Das heißt, printLine macht mir jetzt wieder den Zeilenumbruch, der eigentlich im Textfile drin war. Das bedeutet, dass ich zwar den Zeilenstring 1 zu 1 ausgebe, aber nicht das komplette File, weil unter Java ist der Zeilenumbruch ja nur Backslash N, also New Line, Line Feed. Und in Windows habe ich ja noch zusätzlich den Carriage Return drin. Das stört mich jetzt bei der Bildschirmausgabe weniger. Allerdings, wenn ich jetzt irgendeine Funktionalität habe, die jetzt auf die Fragestellung eingeht, ob jetzt mein Zeilenumbruch Carriage Return und Line Feed oder nur Line Feed ist, verliere ich diese Information. Das heißt, da muss ich dann auf eine andere Technologie ausweichen, beispielsweise über den File Reader, der dann direkt in String Buffer reinliest oder ähnliche Sachen. Aber für uns soll das jetzt hier erstmal in der Form ausreichend sein, weil ich ja eben meine Zeilenumbrüche auf dem Bildschirm genauso habe wie im File. So. Jetzt müssen wir natürlich noch unser File schließen. Das kann ich jetzt entweder mit myFileReader.close machen oder ich kann auch den Buffered Reader direkt schließen. Also myBR.close würde genauso funktionieren, weil der Buffered Reader dann diesen Close-Befehl einfach weitergeben würde an den File Reader. Und damit bin ich jetzt hier an der Stelle auch komplett durch und habe mein File sauber gelesen. Jetzt möchte ich noch eine dritte Version durchsprechen, und zwar, ich möchte den Zeichensatz selber angeben. Das heißt, ich möchte jetzt selber die Kontrolle haben, welchen Zeichensatz wir denn hier verwenden. Und dazu mache ich jetzt Folgendes. Ich überlege mir, ich brauche irgendein System, irgendein Objekt, das mir die Bytes entgegennimmt und aus den Bytes dann mit Hilfe einer Codetabelle dann die Zeichen macht. Das habe ich jetzt hier mal einfach so dargestellt. Das wäre jetzt sozusagen dieses Element, was das bewerkstelligt. Und dieses Element soll jetzt konfigurierbar die Codetabelle bekommen. Sagen wir mal, wir wollen UTF-8 nehmen. Das heißt, ich bekomme von der Platte irgendwie die Bytes mit irgendeinem Mechanismus. Und dieses Element wandelt mir jetzt basierend auf der UTF-8-Code-Tabelle das Ganze in meine Character-Werte um, was ja innerhalb Java UTF-16 wäre. Und das möchte ich jetzt wiederum übergeben an einen Buffered-Reader, der mir dann den String macht. Das wäre jetzt so die Idee, die ich an der Stelle umsetzen möchte. So, jetzt brauche ich ein Element, ein Objekt, ein Java-Objekt, das in der Lage ist, auf das Filesystem zuzugreifen und mir ausschließlich die Bytes zu liefern. Also ohne irgendeine Interpretation die rohen Bytes, Zahl für Zahl, die auf der Festplatte sind. Und das macht der File-Input-Stream. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwann mal ein Programm schreiben möchte, wo ich beispielsweise die reinen Bytes ausgeben möchte, dann kann ich diesen File-Input-Stream verwenden, der dann mit einer Read-Funktion mir dann wirklich nur die Bytes ohne irgendeine Interpretation rausgibt. So, jetzt habe ich hier ein Objekt, das mir diesen File-Input-Stream erzeugt, also den Byte-Strom. Und jetzt brauche ich noch irgendein Objekt, das diesen Byte-Strom entgegennimmt und dann konfigurierbar daraus dann meine Zeichen generiert. Ja? Also Konvertierung in Char, also von Byte-Strom über eine Zeichentabelle dann in dieses UTF-16 Java-Format. So, das heißt, wir lesen jetzt wieder, jetzt mit was Neuem, mit dem File-Input-Stream. Der kriegt auch wieder ganz normal den Pfad. Man kann hier auch ein File-Objekt reinpacken. Das habe ich jetzt hier an der Stelle nicht weiter detailliert, weil das Ziel dieser ganzen Präsentation oder des Videos ist ja, das ganze Thema der Zeichensätze zu verstehen. Vielleicht mache ich zum File-Objekt noch mal ein eigenes Video, aber wie gesagt, das soll jetzt hier nicht Thema sein, sondern nur diese ganze Konvertiererei. So, also ich öffne jetzt ein File und bekomme einen Byte-Strom. Und diesen Byte-Strom übergebe ich jetzt den Input-Stream-Reader. Das heißt, dieser Input-Stream-Reader
möchte einen Bytestrom haben und dem ist es vollkommen egal, wo dieser Bytestrom herkommt. Das heißt, ich könnte theoretisch auch einen Bytestrom von einem Netzwerk oder woher auch immer bekommen. Der Input Stream Reader würde ihn lesen und dann weiterinterpretieren. In unserem Fall kommt jetzt der Bytestrom halt nun mal von der Festplatte. Das ist das MyFIS. Und jetzt muss der Input Stream Reader natürlich auch wissen, was er mit dem Bytestrom machen soll. Und wir geben ihm jetzt hier die Information UTF-8 mit. Das heißt, ich weiß, der Bytestrom ist UTF-8 kodiert. Also muss ich zum Dekodieren auch wieder UTF-8 verwenden, damit eben zu jedem Zeichen die richtige Bytefolge oder dass zu der Bytefolge die richtigen Zeichen dann interpretiert werden. So rum macht es mehr Sinn. Ja, und alles, was jetzt läuft, ist eigentlich wieder genau das gleiche wie vorher. Ich übergebe jetzt dem Buffered Reader den Input Stream Reader Ausgang, weil das sind ja Zeichen, genau wie vorher unser Text Reader auch die Zeichen als Einzelzeichenstrom übergeben hat. Und der Buffered Reader sagt jetzt, ja, jetzt kann ich den auch vom Input Stream Reader verwenden, bei dem ist es wurscht, Hauptsache der bekommt seinen Zeichenstrom. Und daraus baut er jetzt wieder seine Line Strings. So, das war jetzt das Lesen von Textfiles und jetzt wollen wir auch mal Textfiles schreiben. Und das Schreiben ist eigentlich genau das gleiche wie das Lesen, halt nur in die andere Richtung. Und dementsprechend mache ich jetzt aus meinem File Input Stream einen File Output Stream. Okay? So, und dann gehen wir weiter. Der Input Stream Reader wird zum Output Stream Writer. Also auch genau das Gegenteil. Und dann gehen wir weiter. Der Buffered Reader wird zum Buffered Writer. So. Gut, dann können wir jetzt mit diesen Elementen arbeiten. Jetzt wollen wir erstmal den File Output Stream öffnen oder erzeugen, streng genommen. Und also my file output stream ist gleich new file output stream und jetzt gebe ich wieder einen Pfad an und jetzt kommt was Neues. Und zwar ist es so, dass ich jetzt zwei Situationen haben kann. Entweder dieses File cout.txt existiert bereits oder es existiert nicht. Wenn es nicht existiert, wird es einfach erzeugt. Dafür ist ja das Fileschreiben da. Wenn es aber existiert, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich überschreibe das alte File, dann muss ich in diesen zweiten Parameter true hinterlegen. Ja, das heißt, das alte File wird einfach gelöscht und durch ein neues ersetzt. Wenn ich allerdings hier false reinschreibe, dann wird das alte File ergänzt um das, was neu hinzukommt, also das, was ich jetzt hier schreiben möchte. Ja, also diese beiden Optionen habe ich jetzt hier an der Stelle. So, dementsprechend gibt es natürlich auch keine File Not Found Exception mehr. Das macht ja an der Stelle keinen Sinn mehr. Und jetzt gehe ich meine Kette weiter. Jetzt gehe ich zu dem Output Stream Writer. Und der braucht jetzt wieder die Information. Was ist denn jetzt der Output Stream, also MyFOS? Und mit welchem Zeichensatz möchte ich denn die Zeichen jetzt wieder in Bytes konvertieren? Und in dem Fall ist es jetzt hier an der Stelle UTF-8. Wieder, weil grundsätzlich ist es zu empfehlen, mit UTF-8 zu arbeiten. Gut, und der Output Stream Writer, der wird jetzt einfach in diesen Buffered Writer gestopft und damit kann ich jetzt eben mit Hilfe eines Buffers eben auch schreiben. Das läuft es oder die Idee hinter diesem Buffer ist jetzt ein bisschen anders wie bei dem Buffered Reader, aber das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Der Buffered Writer würde jetzt mit dem Befehl write ein Hello World String jetzt schreiben. Wenn er das macht, dann ist es aber jetzt noch nicht im Filesystem. Das heißt, der schreibt diesen String jetzt erstmal in einen Puffer. So, und jetzt gehen wir in die nächste Zeile. Und dazu müssen wir jetzt erstmal dem Buffered Writer sagen, schreib bitte eine neue Zeile. Wir machen das üblicherweise nicht mit Backslash n im String. Das würde zwar auch funktionieren, aber ich möchte jetzt erstmal das Betriebssystem fragen, hey, womit arbeitest du denn mit Backslash n oder
beziehungsweise Line Feed, oder brauchst du den Carriage Return hierzu auch noch? Und dementsprechend gibt es hier die Methode New Line und dann kümmert sich Java um eben den richtigen Zeilenumbruch. Und jetzt schreibe ich Hello Mars. Und wir sind immer noch nicht mit den Daten auf dem Filesystem. Die sind noch im Puffer drin. Das heißt, der Puffer des Buffered Writers arbeitet jetzt nicht zeilenweise, sondern das ist einfach irgendein Puffer, der irgendwelche Bytes übernimmt und darauf wartet, dass er sie jetzt schreiben kann. Und dieser Schreibbefehl ist jetzt dieses Flush. Flush heißt, nimm den Puffer und schieb alles raus auf das Filesystem. Das hat jetzt den Vorteil, dass ich nicht jeden Mini-String oder jedes Mini-Zeichen im Extremfall auf mein Filesystem schreibe, weil ich möchte ja nicht, dass mein, wenn wir jetzt eine normale Harddisk haben, dass mein Schreiblesekopf jetzt hier durch mein Java-Programm ständig in Aktion ist, sondern ich möchte einfach was ansammeln und dann in einem Rutsch dann das rausschreiben, dass eben die Platte nicht so viel zu tun hat durch mein Java-Programm, sondern eben einen möglichst großen Block auf einmal runterschreibt. Dafür ist dieses Flush da. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist so, dass wenn ich schließe, im Regelfall auch ein Flush passiert, aber es wird, soweit ich weiß, nicht wirklich garantiert bei allen APIs. Deswegen einfach immer das Flush dann auch wirklich ausführen und damit dann die Garantie haben, dass das Zeug dann eben auf der Festplatte ist. Wir sehen hier drunter auch die IO-Exception, die haben wir hier natürlich auch, weil auch hier gibt es die Möglichkeit, dass der USB-Stick gezogen wird während dem Schreiben und dann habe ich hier auch diesen Ausnahmefehler, aber das, glaube ich, versteht sich ja an der Stelle auch von selbst. Den Output-Stream müssen wir natürlich auch schließen. Auch hier gilt, dass wir den Output-Stream-Writer oder den Buffered-Writer auch schließen könnten und das würde jeweils delegiert werden. Und damit haben wir unser File auf der Festplatte und können dann entsprechend auch das dann extern wieder mit einem Editor öffnen und haben somit sowohl das Lesen als auch das Schreiben hier einmal komplett durchexerziert. Ja, das war's jetzt zu dem Thema File-Zugriffe. Ich habe mich jetzt hier auf Text-Files konzentriert, aber streng genommen haben wir auch die Binär-Files flankiert, weil dieser Input-Stream-Writer und Input-Stream-Reader ja unsere Bytes ganz normal liest. Nur im Regelfall können wir mit Bytes nicht so viel anfangen. In aller Regel, wenn wir Programme schreiben, wollen wir Text-Files schreiben, weil wir irgendwelche Informationen ablegen wollen oder irgendwelche Konfigurationsdetails etc. Byte-Files schreiben ist meistens, wenn wir ZIP-Files verarbeiten, da bietet Java auch eine eigene Bibliothek dazu an, dass wir eben mit ZIP-Files eben schreiben und lesen können. Aber wie gesagt, das sollte jetzt nicht Thema dieses Videos sein. Hier wollte ich einfach mal nur die Grundlagen des File-Zugriffs und eben die Problematik der Zeichenkodierung darstellen. Also insofern vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.